wenn oben ein Athlet wegfährt, springt er durch vier Kamerasektoren durch. Man sieht es jetzt, in der zweiten ist er gelandet, jetzt kriegt der Operator das gesamte Landebild herangezoomt. Er schaut bei einer normalen Landung, dass beide Fußspitzen, beide Skispitzen am Boden sind. Dann macht er einen Mausklick und somit ist die Weite in allen Systemen. Die Höchstnote ist die Note 20. Davon gehen wir immer aus und wir bewerten den Flug, die Landung und die Ausfahrt. Im Flug bewerten wir die Symmetrie, die Dynamik des Sprungs, in der Landung hauptsächlich den Telemark und in der Ausfahrt bewerten wir die Sicherheit. Wir müssen immer Entscheidungen treffen, wo wir danach beurteilt werden, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen. Unsere Aufgabe ist es aber, in Situationen zu entscheiden, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Letztendlich kommt es aber immer wieder auf die Interpretation der Zuseher an oder der Beteiligten, wie so eine Leistung beurteilt wird. Dieser Kritik stellen wir uns.